Alexa Schlegel. Ich arbeite seit Januar 2018 bei Capgemini. Ich bin UX-Designerin und auch Frontend-Entwicklerin. Ich habe Informatik studiert mit dem Schwerpunkt Human-Computer Interaction hier in Berlin an der Freien Universität. Und genau, im Bachelor habe ich auch schon Informatik gemacht mit dem Schwerpunkt Kunst und Medien. Das war an der UdK in Berlin, also an der Universität der Künste. Ich bin Florian Bemm. Ich bin seit 2016 bei der Capgemini, habe vorher eine doch relativ lange Agenturvergangenheit, ungefähr so 14, 15 Jahre. Bin hier als ja, UX-Experte für UX-Strategie zuständig, leite auch Design Thinking, Google Sprints als Moderator, als Coach, Facilitator. Habe eigentlich Leadership in digitaler Kommunikation studiert, auch an der UdK. Das ist ein übergeordneter Studiengang, wo aber mindestens Design Thinking auch eine Rolle gespielt hat. Google Sprint ist ja gerade erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen. Wir beide sind von der Capgemini Practice Digital Customer Experience, DCX, und ja, haben da eigentlich den UX-Schwerpunkt. Wir sind ein kleines Team, was sich gerade im Aufbau befindet, und haben eigentlich eine ganze Menge Kollegen, die sich mit dem Thema auch schon beschäftigen und werden dabei immer mehr. Wir selber als sogenanntes Digital Experience Design Team sind eingebettet in eine Innovationslandschaft bei Capgemini, kann man sagen. Wir haben auf der einen Seite Formate oder Orte, kann man sie auch nennen, wie das GRIP in Stuttgart, wie das ASE hier in Berlin oder das Applied Innovation Exchange in München. Das sind alles Orte, an denen wir mit dem Kunden zusammen an innovativen Lösungen arbeiten, in Workshop-Formaten wie Design Thinking, wie Google Sprint. Ich selber war sowohl im IE aktiv als auch im GRIP bisher. Das sind so ja, einfach unsere Orte, in denen wir Innovationen erfahrbar machen. Gleichzeitig haben wir sogenannte Inhouse-Agenturen, die sich um Innovationsformate oder auch um Designformate kümmern. Das ist die Fahrenheit in den USA, das ist Backlight, ursprünglich aus Frankreich, mittlerweile aber auch in Norwegen, in Holland unterwegs. Und die Ideen, die ursprünglich aus Finnland kommt, aber auch ein weltweites Netz an eigenen Standorten hat, unter anderem auch in Berlin. Und wir sind im Prinzip darin eingebettet und arbeiten auch mit den Partnern oder in diesen Orten mit den Partnern zusammen. Genau, was wollen wir heute eigentlich machen in dem Webinar? Was sind unsere Ziele? Also ganz klar wollen wir erstmal Wissen vermitteln. Wir wollen euch erstmal die Wichtigkeit überhaupt von User-Centered Design irgendwie nahe bringen. Warum ist das Thema wichtig und warum müsst ihr davon gehört haben? Dann wollen wir die beiden Techniken Design Thinking und Google Sprint erläutern. Und am Ende sollte in der Lage sein, die beiden Methoden voneinander abzugrenzen. Also wann nimmt man das eine, wann das andere, wo liegen die Vor- und Nachteile von beiden Methoden. Was auch ganz wichtig ist, was einen großen Teil einnehmen wird, sind die Projekte kennenlernen. Ihr sollt einen Überblick bekommen darüber generell, welche Methoden setzt Capgemini ein im Bereich UX überhaupt. Und dann stellen wir zwei Beispielprojekte vor, dass ihr ungefähr wisst, wie läuft ein Projekt ab, was sind die einzelnen Schritte, welche Teilnehmer gibt es und so weiter. Und ganz klar am Ende soll rauskommen, warum macht eigentlich das Arbeiten als UX-Designerin so viel Spaß, was sind die Herausforderungen und wir wollen euch ein Stück weit auch natürlich begeistern, dass ihr das auch toll findet, genauso spannend wie wir. Ja. Okay. Genau, wie läuft das Ganze ab? Also ganz am Anfang geben wir ein kurzes Intro, warum UX? Dann kommen die beiden Methoden, erst Design Thinking und Google Sprint. Dann gehen wir auf kurz ein, was setzt Capgemini für Methoden ein? Na, ganz kurz, das ist ein ganz kurzer Part. Und dann, genau, stellen wir zwei Projekte vor. Das erste Projekt wird sich um den Google Sprint drehen. Und da geht es um den Super Configurator, der im Rahmen von diesem Projekt entstanden ist. Und das zweite Projekt wird ein Design Thinking Projekt sein, wo die Aufgabe war, eine Datenbasis zu vereinfachen oder zu vereinheitlichen vielmehr. Okay, dann können wir gleich mit dem ersten Punkt starten. Genau, warum ist UX so wichtig?
Ich wollte es einfach ein bisschen anfassbarer machen, und zwar heute musste ich natürlich die Präsentation vorbereiten, und meine Maus war alle. Ich habe natürlich nicht gesehen, dass sie alle ist, man erkennt es nicht. Und dann saß ich da, habe versucht, dieses Kabel reinzustecken. Die Maus ist neu, ich habe die ausgeliehen von einem Kollegen. Und dann musste ich feststellen, dass ich irgendwie gar nicht weiterarbeiten kann mit Maus, weil man die Maus einfach nicht, genau, ich habe nicht in der Lage, dass man die, es ist eine Maus ist, ja. Also die liegt halt rum wie ein Käfer auf dem Rücken und ist, genau, nicht benutzbar. Genau, das ist eine kleine Anekdote von heute. Das nächste Beispiel aus einem anderen Bereich, aus dem Bereich der Landschaftsgestaltung oder Architektur. Und zwar, wenn man sich so Universitätscampusse anschaut, dann werden die einzelnen Gebäude meistens verbunden mit Wegen, die dann irgendjemand vorher plant und anlegt. Vielleicht ein kleiner Springbrunnen in der Mitte oder irgendwas, was hübsch aussieht. Und am Ende, wenn man sich anschaut, wo laufen die Leute lang, dann sieht man Folgendes. Genau, die nehmen Abkürzungen. Also die laufen natürlich nicht dort lang, was der Designer irgendwie vorgesehen hat oder vorgeplant hat. Entstehen halt sogenannte Trampelpfade oder Desire Lines. Es gibt ein Experiment, das ist ganz spannend, das Oregon-Experiment. Und dort wurde versucht, einen sehr starken nutzerzentrierten Ansatz zu fahren, um dieses Universitätsgelände zu planen. Und da wurde beschlossen, dass man am Anfang erstmal das ganze Gelände irgendwie mit Rasen bepflanzt. Es wurden keine Wege angelegt. Dann wurde 2 Monate gewartet und dann wurde geschaut, aha, wo laufen die Leute lang? Und dort wurde im Anschluss dann die Wege dann angelegt, wirklich an den Stellen, wo die Nutzer wirklich langlaufen. Das finde ich echt ein super Beispiel, um ja, diesen nutzerzentrierten Ansatz nochmal darzustellen. Genau, das ist einfach ein Beispiel dafür. Ich glaube, das kennen alle, gibt es überall. Und eigentlich ist ein Ansatz, der überall genutzt werden sollte. Ja? Okay. Gut, generell gehen wir in Projekten dann nämlich genauso vor. Wir versuchen zu verstehen, was Nutzer eigentlich wirklich brauchen. Was sind deren Bedürfnisse? Was sind die Aufgaben, die sie erledigen müssen? In welcher Umgebung tun sie das? Gleichzeitig gibt es natürlich auch Anforderungen von Kundenseite, nämlich in der Regel Business Goals, Anforderungen aus den Geschäftsbereichen oder den Auftraggebern, die sagen, okay, unsere Nutzer sollen dieses oder jenes eigentlich tun. Das gilt es in Einklang zu bringen, aber vor allen Dingen zuerst zu verstehen, damit wir überhaupt über etwas reden können, was wir da tun, damit wir anfangen können, Lösungsmöglichkeiten zu designen. Das ist der zweite Schritt, in den wir gehen. Wir gehen also rein und sagen, okay, was sind denn mögliche Lösungsräume, die wir haben und was sind mögliche Designs, die wir dafür anfertigen können, mögliche Ideen, die wir generieren können. Diese Ideen werden dann getestet anhand von Prototypen beispielsweise, in sogenannten Usability-Tests, durch Experten-Reviews kann man das machen oder durch direkte Interviewsituationen, so dass wir eine Idee davon bekommen, ob diese Lösungsmöglichkeiten, die wir uns ausgedacht haben, anhand der Bedürfnisse der Nutzer, auch wirklich die Bedürfnisse der Nutzer treffen. Ist sowas erfolgreich? Kann es in Produktion gehen? Ist es vielleicht nicht erfolgreich? Müssen wir vielleicht auch noch besser verstehen, dadurch, dass wir mit den Nutzern im Bereich Evaluate gesprochen haben, was denn wirklich der eigentliche Bedarf ist. Und können dann diesen Kreis wiederholen, um durch Iterationen zu einem gewünschten Ergebnis, zu einem Ziel zu kommen, sodass die Nutzer am Ende dann auch zufrieden sind und das Produkt, die Software auch wirklich nutzen. Da kommen wir dann auch schon zu einer Methode, die genau diesen Zyklus läuft, zu weiteren Schritten. Die wirst du erklären. Genau, die erste Methode, die wir vorstellen, ist die Innovationsmethode. Wir spielen ja auch noch ein Mindset, dazu kommt dann später noch. Gibt es schon ziemlich lange, also 1981, die von David McCary und Terry Winograd und Larry Leifer entwickelt. Kommt aus Amerika. Und das Ziel ist es, Lösung von Problemen zu entwickeln und auch vor allem neue Ideen. Geht es nicht um
Dinge, die schon da sind, aber irgendwie was so schaffen, sondern wirklich um kreative, neue, innovative Ideen. Es ist eine unklare, also vor allem, wenn man eine unklare Problemstellung hat, also wenn der Lösungsraum sehr groß ist und man eigentlich noch gar kein spezielles oder spezifisches Businessmodell hat. Ja, also man hat eigentlich eine ganz, ganz allgemeine oder ja, offene Problemstellung, zu der man eine besonders innovative Lösung finden möchte. Die Besonderheiten dabei sind, dass der Fokus auf dem Verstehen und dem Beobachten von den Nutzern liegen und dass man ein ganzheitliches Bild von den Kundenbedürfnissen ja erstmal, also, ja, erstmal aufbauen möchte. Habe ich irgendwas vergessen, was wichtig ist? Ich glaube, das ist es. Ne? Ja. Dann schauen wir mal rein. Ja, dann schauen wir uns mal an. Was noch so wichtig ist, und zwar man hat festgestellt, dass damit Innovation stattfindet oder man hat sich Probleme angeschaut oder Lösungen, die wahnsinnig innovativ waren, was haben die eigentlich oder was bringen die mit? Und zwar es gibt drei Komponenten oder ja oder drei wesentliche Komponenten. Zum einen, alle innovativen Produkte sind von Menschen erwünscht, also wirklich Probleme werden gelöst. Menschen wirklich haben. Ja, das ist der Punkt. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ganz klar muss es irgendwie technologisch machbar sein. Ja, das ist die zweite Komponente. Es muss technisch lösbar sein. Irgendwie ja, funktionieren. Und der dritte Punkt, der bereitsteht, ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Genau. Und in dieser Schnittmenge von diesen drei Komponenten entsteht dann Innovation. Das heißt aber nicht, dass wenn ich diese drei Sachen habe, dass ich automatisch eine innovative Lösung habe. Na, also es geht wirklich nur in die eine Richtung und nicht in die andere. Das ist ganz wichtig, um diese Umgebung nochmal zu definieren. Die drei Erfolgsfaktoren von Design Thinking, also die drei ja, Faktoren, die eine wirklich wichtige Rolle spielen, sind einmal variabler Raum, der Prozess und ein multidisziplinäres Team. Was ist das jetzt genau? Also ganz, ganz wichtig, wir fangen einfach mal mit dem ganz rechts an. Das Team, es dürfen jetzt nicht irgendwie 5 oder 6 Informatiker oder Informatikerinnen sein, die alle analytische Fähigkeiten mitbringen. Es ist ganz wichtig, dass das Team aus verschiedenen Disziplinen kommt. Also einer aus den Geisteswissenschaften, eine Person vielleicht aus der Medizin und so weiter, damit verschiedene Sichtweisen reinkommen und auch verschiedene Lösungsräume aufgemacht werden. Das ist enorm wichtig. Der zweite Punkt ist dann der variable Raum. Also es bringt mir nichts, wenn ich eine Kreativmethode an einem normalen Bürostuhl und an einem normalen Tisch durchführe. Der Raum muss auf jeden Fall gestaltbar sein. Das heißt, ich muss irgendwelche Whiteboards haben, die man durch die Gegend rollen kann. Man muss die Wände bekleben können. Man muss die Tische verrücken können, damit man gerade sich den Raum als Team gestaltet, den man in der Phase des Prozesses auch benötigt. Ja? Das ist enorm wichtig, das vergessen die meisten Leute. Und als Komponente kommt hier rein der Prozess an sich. Und den gucken wir uns jetzt genauer an. Der Prozess ist gegliedert in sechs Phasen, in 6 Punkte. Der erste, was das Problem passiert, ist, dass das Team, bevor es da ist, das trifft sich vielleicht zum ersten Mal, muss irgendwie eine gemeinsame Vorstellung entwickeln, um was es hier eigentlich geht, um was für ein Problem muss gelöst werden. Es gibt meistens am Anfang irgendwie eine Challenge, zum Beispiel eine Challenge wäre, wie kann ich das Pendlererlebnis zwischen Berlin und Potsdam für Leute verbessern, die Vollzeit arbeiten zum Beispiel. Na, wir kommen ja beide aus Berlin. Ja? Viele Leute pendeln von Potsdam nach Berlin. Wie geht es? Damit die Gruppe erstmal versteht, um was es geht, kann man sich jetzt fragen, was heißt pendeln? Pendle ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto, was auch immer? Wann pendle ich? Pendle ich jeden Tag? Also gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die man da irgendwie betrachten muss. Und darum genau geht es im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, im ersten Schritt schaue ich erstmal an, genau, um was es geht, um die Stakeholder, wen habe ich da, welche Nutzergruppe, um welche geht es da? Und im zweiten Schritt kann ich die dann beobachten. Das heißt, ich führe Interviews durch, ich fahre vielleicht selber mit der S-Bahn von Berlin nach Potsdam, um zu gucken, was machen denn Leute eigentlich, die pendeln, spreche mit Leuten, beobachte die, genau, sammle so viele Informationen wie möglich,
um dann in meinem dritten Schritt eine Sichtweise zu definieren auf das Problem. Na, ich werde verschiedene Insights mir erarbeiten, User Needs herausfinden und habe sozusagen im ersten und zweiten Schritt den Lösungsraum sehr weit aufgemacht. Also ich habe wirklich alles angeschaut, was es dort gibt. Und im dritten Schritt definiere ich, also rücke mir eine Sichtweise raus, die das Problem von einer speziellen Seite beleuchtet, die ich halt wirklich wichtig ist. Die auch, ja, die interessant für das Team ist. Ne? Das ist auch immer sozusagen eine Teamentscheidung, glaube ich, ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, welche Sichtweise die ist, die man danach weiter verfolgen möchte, wo alle glauben, da ist am meisten Potenzial am Ende auch, um wieder den Lösungsraum aufzumachen und Lösungen zu finden. Genau, und das ist dann der vierte Schritt, die Ideen finden. Ne? Also dann schaut man als Team, genau, generiert Ideen, macht Ideation, Brainstorming und so weiter und genau, versucht erstmal ganz, ganz viele Lösungen zu finden, entscheidet sich dann auch an der Stelle für einen konkreten Prototyp, entwickelt den dann erstmal und dann ganz wichtig, man testet den sofort mit der Nutzergruppe. Wenn man dann merkt, okay, läuft nicht so gut, dann gehe ich einen Schritt zurück, baue den nächsten Prototypen. Wenn das alles nicht hilft, dann muss ich vielleicht noch weiter zurück in meinen Prozess. Habe vielleicht meine Sichtweise nicht richtig definiert, vielleicht meine Ideen nicht gut, wie auch immer. Also irgendwie schaue ich halt, okay, wo springe ich hin und gehe dann weiter im Prozess. Wichtig ist auch noch hier an der Stelle, das ist kein Prozess, der, was ich, an einem Tag ein Schritt, sondern es ist ein Prozess, der kann sich über eine Woche ziehen, über mehrere Monate, über einen Tag. Also es kann man, ist variabel, es ist nicht vorgegeben. Wichtig ist noch, dass in jeder einzelnen Phase wird einem eine spezielle Methode oder Methodenset an die Hand gegeben. Und da kann man hier schon auswählen, okay, in der Phase ist die Methode wichtig, dann nehme ich die Methode und so weiter. Genau. Aber wichtig hier wirklich nochmal zu verstehen ist, das, was wir jetzt hier als linearen Prozess aufgemalt haben, der ist im wirklichen Leben, wenn man das durchführt, gar nicht so linear, sondern man springt wirklich sehr häufig mindestens zwischen Prototyp und Testen hin und her, wenn nicht sogar weiter zurück. Also das ist in allen Projekten, die ich in die Richtung durchgeführt habe, eigentlich immer der Fall gewesen. Zum Glück muss ich selten bis zum Verstehen zurückspringen, aber auch sowas würde ich nicht ausschließen. Also man ist vielleicht einfach als Team irgendwann mal komplett falsch abgebogen, ganz am Anfang. Da muss man sogar in einen zurück, aber zumindest bis Ideen finden, bin ich schon wirklich häufig zurückgesprungen. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen Ich ist. hatte auch ein Projekt, wo wir in der Verstehen- und Beobachten-Phase wirklich am Anfang schon sehr falsch abgebogen sind, also beim Verstehen schon. Und dann haben wir Interviews geführt, haben dann gedacht, wir gehen in die richtige Richtung und beim Testen haben wir gemerkt, wir haben einfach nichts verstanden und mussten wirklich nochmal von vorne anfangen. Ja. Aber es ist genau das Richtige. Also wenn man feststellt, es funktioniert nicht, einfach Dinge wegwerfen und neu machen. Ja, und nicht Und dran festhalten und noch versuchen hinzubiegen. Ja. gleichzeitig muss man dabei immer im Hinterkopf haben, man ist trotzdem schneller, als würde man sozusagen einen klassischen Prozess durchgehen. Also in dem Moment, wo ich diese Formate benutze, baue ich eigentlich Geschwindigkeit auf, die es mir auch ermöglicht, relativ schnell auch Ideen wegzuwerfen, weil ich sie nicht erst weiter bis zur Marktreife treiben muss, sondern einfach sehr, sehr schnell bin darin zu verstehen, ob das was ist, was in die richtige Richtung geht. Denn diese Prototypen sind ja häufig auch einfach nur Papierprototypen oder aus was auch immer für Material man gerade zur Verfügung hat, gebaute Prototypen, um die Idee verständlich zu machen. Aber noch nicht so weit, dass ich schon wirklich in Softwareentwicklung zum Beispiel gehen würde. Ein weiteres Set an Methoden, ein weiteres Framework ist der Google Sprint, der vor allem von Jay Knapp entwickelt wurde, der auch einiges an Erfahrung aus dem Design Thinking mitbringt, der sich sozusagen diese ganze Welt der Innovationsmethoden angeschaut hat und dann bei Google Ventures eingestiegen ist. Das ist im Prinzip der Venture-Bereich von Google und dort versucht hat, eine Methode
zu iterieren und zu etablieren, die nochmal wesentlich schneller ist. Das ist der sogenannte Google Sprint. Da geht es wirklich darum, so schnell wie möglich das in Anführungsstrichen Richtige zu tun und noch schneller zu sein, als wir vielleicht das im Design Thinking gewöhnt sind, nämlich in 5 Tagen eigentlich eine Iteration zu durchlaufen von definieren, verstehen der Problematik, ich springe mal hier kurz hin, Lösungen finden, entscheiden, Prototypen entwickeln und prüfen. Das sind wirklich 5 Tage. Das ist sehr, sehr viel genauer definiert als im Design Thinking, wo du gesagt hast, naja, jede Phase kann einen Tag bis Ende bedeuten. Und hier ist es ein ganz, ganz klarer Ablauf, sehr, sehr linear auf eine Art. Auch gar nicht vorgesehen, dass man dann großartig zurückspringt, sondern dann iteriert man eben nochmal neu. Und auch hier ist es am Anfang, natürlich muss man das Problem verstehen. Problem verstehen heißt aber auch, sich Experten reinholen, die einem über das Problem, über die Problemstellung berichten können im Team. Dann geht es darum, Lösungen zu finden, über einem Brainstorming, aber auch sehr, sehr strukturiert mit schon sehr ausgewählten Methodiken, die man auch aus dem Design Thinking kennt. Aber da ist es wirklich ein ganz, ganz klarer Ablauf. Okay, wir machen das und dann, danach machen wir das und dann machen wir das und dann treffen wir eine Entscheidung. Entscheidung ist ganz, ganz wichtig. In welche Richtung gehen wir? Die wird vom Team getroffen. Aber auch da gibt es bestimmte Rollen, nämlich den sogenannten Entscheider, der am Ende auch ein Team, naja, überstimmen kann, sage ich mal. Prototypen bauen ist auch ein Tag und dann testen der letzte Tag. So hat man in 5 Tagen eine Iteration für ein Problem geschafft, was im Vergleich zum Design Thinking auf jeden Fall einen kleineren Lösungsraum beinhaltet. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Design Thinking macht eigentlich den Lösungsraum sehr, 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 sehr weit auf und ist für Probleme, wo man noch gar nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung das geht. Und der Google Sprint ist für wesentlich konkretere Herausforderungen, wesentlich konkretere sogenannte Challenges gedacht, wo man schon weiß, okay, Nutzer soll von A nach B beispielsweise, was ist der beste Weg dahin? Dann ist man schon in einem sehr, sehr viel kleineren Lösungsraum, weil man dann eigentlich sich anhand von der Customer Journey schon lang bewegen kann. Ich springe nochmal eins zurück. Auch hier haben wir Erfolgsfaktoren. Der variable Raum ist auch einer, der ist aber nicht ganz so variabel wie im Design Thinking, sondern auch da ist es durch die Festlegung der Methodik und der Abfolge sehr, sehr klar, wann gehe ich ans Whiteboard, wann räume ich die Tische weg, wann nehme ich Post-its in die Hand. Das wird einfach im Google Sprint sehr, 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 sehr stark durchgetaktet. Wir haben eine Phase weniger. Multidisziplinäre Teams sind wichtig, aber es gibt eben bestimmte Rollen, die nämlich derjenigen, die als Experten reinkommen. Das heißt, ich spare mir die ganzen Nutzerinterviews vorher ein und gleichzeitig gibt es eben den Entscheider, der im Endeffekt ein Team auch überstimmen kann. Also wenn das ganze Team sagt, wir gehen links rum, kann er immer noch sagen, ja, ich glaube aber rechts rum ist richtiger. Ob dann am Ende er recht behält, ist was anderes. Aber die Rolle gibt es. Und meistens ist es eine Rolle, die auch im Unternehmen möglicherweise hierarchisch ein bisschen höher aufgehängt ist. Während man bei Design Thinking versucht, eher Teams zu haben, die von der Hierarchie ähnlich sind. Keine Hierarchien beinhalten, kann es hier einen Entscheider geben, der muss auch nicht die ganze Zeit dabei sein, der aber zu bestimmten Punkten dazugeholt wird, um ja, eine Entscheidung zu treffen. Ganz einfach, die auch eine Business-Auswirkung am Ende haben wird oder haben kann. Soweit die Unterschiede Design Thinking, ich sage mal unklarere Fragestellungen, vielleicht am Anfang größerer Lösungsraum möglich, Google Sprint sehr oder schon etwas eingeschränkterer Lösungsraum und Fokus auf sehr, sehr schnell den Test abschließen, um zu wissen, ob man das Richtige tut. Mhm. Und beide kommen nicht ohne ein gewisses Mindset aus, also nur die Methoden zu beherrschen und
zu wissen, wie, welche Reihenfolge ich was machen muss, reicht nicht. Man muss gewisse Regeln oder ja, gewisses ja, Fühlen mit sich bringen. Und zwar wahrscheinlich, ich weiß nicht, es kennen bestimmt einige, die normalen Brainstorming-Regeln, wie zum Beispiel keine Kritik zu lassen. Also nicht irgendwie sagen, ich habe die Idee, genau, und dann sagt die nächste Person, ja, das funktioniert nicht, weil. Ja, aber. Ja, aber das geht nicht, weil da fehlt uns das. Na, das sollte man irgendwie zu Hause lassen, das sollte man nicht mitbringen. Damit eine Gruppe kreativ ist, darf man nicht vorher schon Dinge abblocken. Zweiter Punkt ist noch, immer auf die Ideen von anderen aufbauen. Also wichtig ist, dass man irgendwie visuell arbeitet, dass man sich Dinge aufzeichnet, nicht alles aufschreibt, sondern lieber Bilder malt. Und dadurch können im Kopf also Assoziationen entstehen und da denkt man halt weiter. Und man sollte immer die Ideen von anderen aufgreifen und die weiterdenken. Davon lebt eigentlich, ja, leben die beiden Methoden Und eigentlich, eben die ja. beiden Methoden, auch wenn sie in der Ausgestaltung ein bisschen anders sind. Und da ist dann der Unterschied einfach ja und zu sagen. Und dann kann ich sozusagen schon aufbauen und block das eben nicht ab. Und außerdem, ein wichtiger Punkt noch, encourage wild ideas. Also man sollte wirklich Leute motivieren, crazy Ideen zu haben. Also nicht nur, was man irgendwie kennt, sondern einfach wirklich sich mal Dinge ausdenken, die, ja, die nicht alltäglich sind. Und dann nicht gleich ja, aber sagen, das gibt's doch nicht. Wir können uns nicht von A nach B beamen. Man kann die Idee haben. Ich finde das schon cool, wenn man jetzt pendelt von Berlin nach Potsdam, man kann schon mal sagen, wir beamen uns Beamen dahin. wäre schon ganz gut. Und am Ja. Ende zeigt sich häufig, dass diese komplett wilden Ideen, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was denn Beamen eigentlich heißt und wie man das, wenn man es noch nicht wirklich kann, anders machen kann, dann doch zu einer Lösung führen, die vielleicht viel, viel weiter vorne ist im Sinne von Innovation, als wenn man nur gesagt hätte, naja, wir bauen schnellere Autos. Schnellere Züge. Schnellere Züge. Und ganz, ganz wichtig, und ich hoffe, das ist sozusagen bisher schon rausgekommen, der Nutzer steht immer im Mittelpunkt. Der hat recht. Also das ist sehr, sehr hart in Nutzertests manchmal für uns beide, wobei wenn wir als Ja. Moderatoren dabei sind, eher nicht so, aber wenn wir als Teilnehmer dabei sind, weil man dann im Nutzertest merkt, okay, das, was man sich da gerade ausgedacht hat, was man als Prototyp gebaut hat, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Und dann kann man anfangen zu argumentieren, aber der Nutzer hat am Ende recht, wenn der es nicht versteht oder nicht anwenden kann, dann ist man irgendwie auf dem falschen Weg. Ja. Was machen wir damit bei einer Capgemini? Wir springen mal in zwei Beispielprojekte. Vielleicht vorweg noch ganz kurz. Natürlich haben wir neben Design Thinking im Google Sprint auch weitere UX-Methoden, die von Experten-Reviews über das sogenannte Lean UX gehen, bis hin ja, zu eigentlich allen Spielarten. Wir versuchen eigentlich eher, auch wir versuchen am Anfang eigentlich zu verstehen im Projekt, was braucht dieses Projekt eigentlich von uns UX-Designern, welche Methoden braucht es eigentlich, welche Probleme hat das Projekt oder die Kollegen im Projekt, wo wir ihnen helfen können, sie auch zu lösen. Und danach suchen wir auch die Methode aus. Und ja, ein Beispiel für einen Google Sprint wäre der Superkonfigurator. Hier haben wir es mit einem Automobilhersteller zu tun, der wie alle Automobilhersteller eigentlich einen Standard-Online-Konfigurator für seine Produkte hat, der aber eine ganz spezielle Nutzergruppe ansprechen möchte, nämlich die der Kleingewerbekunden, also einen Bäcker, einen Malermeister, die fallen normalerweise durchs Raster. Also die können entweder den Online-Konfigurator benutzen, was sie aber nie bekommen, ist eine persönliche Beratung von einem Flottenmanager. Das ist einfach nicht vorgesehen. Die müssen einfach schauen, okay, wie kann ich mir das Auto, was ich brauche, zusammen konfigurieren. Und das war ein Ansatz, um zu sagen, okay, wir schauen mal genau hin, was brauchen diese Leute eigentlich, und dafür gab es von Kundenseite sogenannte Domain Experts, also zum Beispiel Sales, Menschen, die mit diesen Gewerbekunden aber zu tun haben.
oder einen Händler, der mit diesen Gewerbekunden zu tun hat. Die haben im Prinzip den Input geliefert, um darauf arbeiten zu können. Das heißt, wir haben uns am Anfang die Zeit gespart, mit Gewerbekunden zu sprechen, sondern haben erstmal geschaut, okay, was weiß denn eigentlich das Unternehmen schon über seine Kunden? Weil am Ende haben wir es ganz, ganz häufig damit zu tun, dass die Ansprechpartner im Unternehmen schon ganz, ganz viel wissen. Wenn es irgendwo zum Beispiel eine Support-Hotline gibt, die Menschen wissen häufig sehr, sehr genau, was bestimmte Nutzer brauchen, weil die werden täglich mit deren Fragen konfrontiert. Auch solche Menschen kann man immer sehr, sehr, sehr gut einbinden. Und das wurde im Prinzip in der ersten Session gemacht, sich diese Leute reinzuholen. Gleichzeitig haben wir dann eben von unserer Seite, von Capgemini, das Team aufgebaut. Wir haben einen pragmatischen Menschen dabei gehabt. Wir haben jemanden, der auch Domainwissen mitgebracht hat. Wir hatten einen UX-UI-Experten, den man auch mal dabei haben sollte, weil am Ende muss man irgendwie einen Prototypen bauen. Das ist immer ganz gut, wenn man wenigstens einen dabei hat, der gut malen oder zeichnen kann. Aber es können eigentlich immer alle bezeichnen, Ja, oder? am Ende können Am Ende eigentlich, können alle eigentlich, eigentlich können bezeichnen. eigentlich immer alle gut zeichnen, aber am Anfang sagt jeder, er kann nicht gut zeichnen. Spätestens für den Prototypen ist es aber ganz sinnvoll, zumindest wenn man in Richtung Software auch denkt, da einen dabei zu haben, der auch da vom Fach ist, um den Prototypen gut aufbereiten zu können. Und es gab natürlich einen sogenannten Sprint Master, einen Facilitator, einen Coach, der das Ganze begleitet hat. Auch hier sind wir durch den kompletten Prozess durchgegangen, 5 Tage, Problem verstehen, Experten haben uns gesagt, was sozusagen die Herausforderung ist, Gewerbekunden fallen da durchs Raster. Und eigentlich möchte man die aber besser bedienen können. Es gab Sessions zur Lösungsfindung, wo wir können erst noch mal reingehen in sozusagen das Problem verstehen. Wie man das macht, ist, man schreibt sich die Challenge auf und man geht sozusagen von A nach B. Also man hat sozusagen Kunden auf der einen Seite und hat ein Ergebnis, was man eigentlich haben möchte, optimalerweise auf der anderen Seite, nämlich dass derjenige eine Fahrzeugempfehlung in diesem Falle bekommt. Er kriegt nämlich einfach eine Beratung, welches Setup von Fahrzeugen eigentlich für ihn am besten ist, sodass er sich gar nicht durch den ganzen Konfigurator selber durchhangeln muss, sondern vielleicht am Ende ähnlich wie es ein Apple macht, der einem bestimmte Geräte zur Verfügung stellt, die ich dann noch ein bisschen konfigurieren kann. So ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Und im zweiten Schritt geht es dann ans Lösungsfinden. Da spielt im Google Sprint häufig auch Einzelarbeit eine Rolle, weil im Gegensatz zu Design Thinking, wo es immer oder sehr, sehr häufig in der großen Gruppe Da muss ich widersprechen. passiert, da musst du widersprechen, okay. Es gibt auch Sessions, wo man Gibt auch Sessions, Einzelarbeit wo hat man und dann Einzelarbeit. als Gruppen wieder Genau. zusammenkommt. Ich glaube, dass es im Google Sprint noch ein bisschen stärker, absichtlich stärker ausgeprägt ist, um in der kurzen Zeit noch viel, viel mehr Einzelwissen mitzunehmen, was jeder in seinem Kopf hat. Und dann gemeinsam darüber zu sprechen, zu votieren, in welche Richtung man weitergeht. Es wurde da gemacht, am Ende wurde entschieden, welche Lösungen sind eigentlich die interessantesten. Und man sieht auch hier wurde schon gemalt und gezeichnet, wenn auch noch nicht in Reinform. Und der Prototyp sah dann so ähnlich aus, erstmal mit einer Einstiegsmaske, in welchem Gewerk, in welcher Branche ist man tätig, wie viel Last muss man transportieren. Also ganz einfache Fragen und danach eigentlich eine Empfehlung ausgesprochen, okay, das oder jenes könnten interessante Fahrzeuge sein für den Bereich Catering. Andere Kunden haben das auch schon gekauft. Und das konnte man dann noch weiter individualisieren oder sich speichern oder eben Kontakt zum Händler aufnehmen, um die weiteren Schritte einzuladen. Das ist aber ein ganz einfaches Beispiel, wie so ein Prototyp aussehen kann. Der wurde dann getestet und ja, in der Tat haben die Nutzer sich darin auch wiedergefunden. Also wiedergefunden im Positiven, dass sie gesagt haben, sie sind da noch nie so einfach durchgekommen. Jemand hat mal wirklich ihr Problem verstanden mit diesen Konfiguratoren, weil Menschen wollen sich nicht zwangsläufig intensiv damit auseinandersetzen, was sie für einen Kastenwagen brauchen. Sondern sie möchten vielleicht nur noch irgendwie die ersten zwei, drei, die irgendwie in Frage kommen und dann noch sagen, ja, ich brauche aber hier nochmal eine Scheibe in der rechten Seite oder eine Schiebetür. Soweit zum Ja, das ist ersten
Erste Projekt. Zum ersten Projekt. Das zweite Projekt ist ein bisschen komplexer. Ja. Ich glaube, Das ist schon, ja, das zu verstehen, ist für das zu mich auch. verstehen war für dich auch schon mal eine Ja. Herausforderung. Ich habe das Projekt als Coach begleitet. Die Ausgangssituation ist wieder eigentlich eine ähnliche, nämlich dass wir einen Automobilhersteller haben, der bestimmte Bauteile eigentlich verwalten möchte und das bisher in Excel-Listen tut und ein System soll das Ganze ablösen. Das haben wir relativ häufig in Projekten, dass wir aufgefordert werden, Excel-Listen abzulösen. Zumindest ich habe das schon sehr, sehr häufig in Projekten erlebt. Es ist ein Format Excel, mit dem gerne gearbeitet wird, weil es so schön flexibel ist. Gleichzeitig bietet es aber eine sehr hohe Fehleranfälligkeit und deswegen gehen Unternehmen dahin eigentlich zu sagen, okay, wir möchten vielleicht ein Online-Tool, ein internes Tool zur Verfügung stellen, womit wir das besser verwalten können, besser dokumentieren können. Und dafür war dieses Projekt gedacht. Auch hier verschiedene Rollen in den Teams, ein deutlich größeres Team auch. Wir haben es dann in der Arbeit in zwei kleinere Teams aufgespalten, damit wir es auch besser handhaben können. Das ist in beiden Methoden auch was, womit man arbeitet, also 5 Personen ist eigentlich immer eine ganz gute Größe. Bei Berufsbund sagt man 4 bis 7. Design Thinking auf 5, 6 Personen Fünf, ungefähr. sechs ist im Design Thinking. Alles darüber hinaus wird sehr schwer in der Teamdynamik, da auch jeden zu hören. Auch vom Timing ist es wirklich schwer, weil beide Methoden leben auch davon, dass sie sehr stark im Timeboxing arbeiten, also sehr stark auf die Zeit geachtet wird. Ja, Ausgangssituation. Viele unterschiedliche Excel-Listen, die in unterschiedliche Systeme eingepflegt werden müssen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, von unterschiedlichen, also immer von den gleichen Menschen, aber auch die haben immer ganz unterschiedliche Ansprüche, weil sie für unterschiedliche Bauteile in einem Auto zuständig sind. Und in dem Projekt ging es erstmal darum, auch die Challenge wirklich zu begreifen. Also wo wollen wir hin? Was ist genau die Aufgabe? Und die Zielsetzung zu definieren, zu sagen, okay, wir wollen wirklich ein System schaffen, in dem sich die meisten dieser Nutzer mit den meisten Funktionen, die sie aus Excel gewöhnt sind, gar nicht unbedingt sozusagen als Excel selber, wir wollen keine Excel-Klonen da schaffen, aber von den meisten Funktionen, die sie sozusagen nutzen, in der Art und Weise, wie sie ihre Listen verwalten, dass wir sie darin, dass sie sich darin wiederfinden und gleichzeitig eben eine einheitliche Pflege haben, Revisionssicherheit, spielt bei sowas meistens auch noch eine Rolle. Das war die Zielsetzung. Und danach ging es eigentlich erstmal 2 Wochen in Interviews, ganz klassisch aus dem Design Thinking, Experteninterviews führen. Da sind wir sozusagen im oberen Bereich der Grafik unterwegs. Wir haben erstmal das Problem versucht zu verstehen, einzugrenzen und beobachten wir in dem Falle Experteninterviews führen. Also wirklich mit Nutzern reden, was machen die dann den ganzen Tag, wofür benutzen sie die Liste, was finden sie daran gut, was finden sie vielleicht an bisherigen Lösungen nicht so gut, die es schon gibt, um dann eine Sichtweise zu definieren. Und wir haben in diesem Projekt Folgendes gemacht, wir sind mit Design Thinking gestartet, weil im Team noch gar nicht ganz genau klar war, in welche Richtung geht denn das, auch in welche Richtung von System. Ja, es sollte ein internes System sein, aber es war einfach noch nicht wirklich klar. Und in dem Moment, wo wir die Sichtweise definiert hatten, sind wir aber in den Google Sprint abgebogen, weil wir dann noch stärkere Geschwindigkeit aufnehmen wollten. Und das hat am Ende dem Projekt sozusagen auch geholfen oder ist ganz, ganz wichtig manchmal in solchen Projekten, um ja, dem Kunden auch die Angst zu nehmen, dass da irgendwie nichts bei rauskommt, sozusagen. Ne? Also Ich glaube, gab es hier nicht schon ein Projekt, was vorher schon mal durchgeführt wurde, was dann das erfolglos auch, war? Also ich das glaube. auch, aber gleichzeitig haben wir es natürlich häufig, wenn wir solche Projekte mit Kunden durchführen, die Herausforderung, dass die Teilnehmer teilweise die Methode gar nicht so gut kennen, häufig auch einfach Angst haben,
dass alles zu lange dauert und dass da am Ende auch nichts wirklich Brauchbares rauskommt. Deswegen haben wir uns entschieden, ganz bewusst ab einem bestimmten Zeitpunkt in den Google Sprint zu wechseln, um dann einfach schneller zu sein. Also schneller zu entscheiden, welche Lösung favorisieren wir jetzt erstmal, Prototypen zu bauen und das Testen zu gehen. Hätte möglicherweise in einem Design Thinking Ansatz, ich sag mal so, ein paar Bisschen länger Tage gedauert. länger gedauert. Und auch das ist natürlich im Unternehmenskontext häufig eine Einflussgröße. Wie viel Zeit können Teilnehmer für solche Formate sich überhaupt frei machen? Ja, also, wenn wir da von einer Gruppe irgendwie von 12 Personen sprechen, ist allein die Koordination von Terminen meistens schon schwierig. Aber wie viel Zeit können sie überhaupt darauf verwenden? Die Menschen machen ja in der Regel auch noch was anderes nebenbei. Und da ist der Google Sprint ja wirklich super durch diese Ist halt Testing. fokussierter, aber dadurch ist man vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt an der einen oder anderen Stelle, weil man den Lösungsraum nicht so weit aufmacht. Aber für solche Problemstellungen wirklich sehr, sehr ideal. Genau, wo sind wir gerade? Wir sind eigentlich gerade beim Prototypen. Das heißt, wir haben entschieden, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir haben die Funktionen abgeklopft, die wir glauben, die interessant sind und sind gerade dabei. Okay, hier springen wir es nochmal ganz kurz durch, auch nochmal, um zu sehen, wie lange sozusagen die einzelnen Schritte waren. Wir sind jetzt gerade dabei, deine Prototypen zu eigentlich den nochmal zu iterieren, um dann in Testing zu gehen. Aber auch hier sieht man, wie sind solche Tage aufgeteilt. Ein Tag verstehen, der zweite Tag Sichtweise definieren, dazwischen lagen 2 Wochen. Der dritte Tag, da haben wir uns mit dann eigentlich schon Lösung finden, entscheiden und Prototypansatz entwickeln beschäftigt. Das heißt, wir haben effektiv mit dem gesamten Team nur 3 Tage zusammengesessen und dazwischen 2 Tage von 2 Wochen von 2 Personen, die die Interviews geführt haben. Und dann geht es eben in das Testing und Iterieren. Es sei denn, wir stellen fest, wir sind da wieder komplett falsch abgebogen, was ich nicht glaube. Das waren schon sehr, sehr valide Ideen. Aber das Projekt ist auch noch nicht durch, da sind wir noch mittendrin. Aber wir haben schon erste Prototypen, die wir Genau, wir haben schon schon mal erste zeigen können. Prototypen, die wir zeigen können. Das linke war sozusagen der allererste Prototyp, noch sehr, sehr, ja, roh in Wireframe-Form, und das rechte ist dann schon einer, wo wir versucht haben, mal mit einigermaßen echten Daten auch nachzuvollziehen, ob das auch passen kann. Also wenn wir jetzt, also da haben wir wirklich schon versucht, bevor wir testen, zumindest uns nicht die Blöße zu geben, dass wir, sobald da ein echter Nutzer drauf guckt, der reale Daten gewöhnt ist, sagt, naja, aber das funktioniert ja mit meinen Daten überhaupt. Also wahrscheinlich wird es immer noch welche geben, die das sagen, weil sie irgendwas Spezielles haben. Aber wir haben zum Beispiel mal geguckt, okay, kann das einigermaßen funktionieren, so wie wir uns das gedacht Und welche Tools habt ihr da benutzt? haben. Sieht aus wie Sketch, oder? Ja, sieht aus wie Sketch. Wir nutzen relativ viel Sketch. Wir nutzen in einigen Projekten auch Balsamiq oder Axure. In solchen sehr schnellen Innovations Projekten würde ich eher versuchen, also wir haben vorher auch Paper-Prototyping gemacht, dann das in was Einfaches zu überführen, in Balsamiq beispielsweise oder eben Sketch für Designer, vielleicht das Tool der Wahl, weil man dann auch relativ schnell darauf Designs aufbauen kann. Ist aber am Ende fast egal. Also Der stimmt gerne ich bin, PowerPoint zum ich, Beispiel. du nimmst gerne PowerPoint, Ja. ich mag gerne Paper-Prototyping. Weil es so einfach ist und man eigentlich viel, Ja. viel schneller ist. Auch da sollte man eigentlich gar nicht zu hohe, also zu große Hemmnis haben, auch mal ganz, ganz einfach zu arbeiten, weil es wirklich darum geht, möglichst schnell, also normalerweise geht es darum, möglichst schnell diesen Test zu machen, möglichst schnell das Feedback zu haben. In dem Unternehmenskontext ist es ein bisschen anders. Da wird vielleicht erwartet, dass es auch noch eine gewisse visuelle Qualität hat, damit die Nutzer dann auch wirklich sich abgeholt fühlen und auch verstehen, in welche Richtung das geht. Wie schafft man es, den Kunden davon zu überzeugen, solche Methoden zu verwenden, würde ich jetzt denken, das ist. Ja, Und also Zeit dafür freizuschaufeln. das ist eine super Das Frage. ist eine super Frage. Ja. Tja, indem man ihn vielleicht auch davon überzeugt, dass Nutzerzentrierung erstmal wichtig ist.
Das ist sozusagen die erste Hürde, die man manchmal nehmen muss. Da sind nicht alle Kunden immer von überzeugt, mittlerweile aber viel, viel mehr. Also ich Ich glaube glaube, auch, dass es nicht mehr eine Krankheit ist, dass ich mal heilen muss. die man irgendwie heilen muss. Ich glaube, das Bewusstsein für User-Centered Design und für ja, Nutzerzentriertheit ist, glaube ich, viel größer geworden in den letzten Jahren, oder? Und ja, ich glaube, also der Kunde muss verstehen, was die Methodik ihm bringt. Das ist beim Google Sprint manchmal leichter zu erklären, weil es so gefühlt so anfassbar, okay, 5 Tage, das kriegt man irgendwie hin, da kann man sich mal Ja, oder man freischaufeln. macht es kürzer, man kann ja auch kürzer machen, Man muss kann ja es auch gar kürzer nicht. machen. Also, wobei, ja, man kann auch einen Google Sprint abkürzen. Er ist eigentlich auf 5 Tage angelegt und ich würde auch empfehlen, ihn 5 Tage zu machen, denn es hat einen Hintergrund. Also, Jack Knapp hat sich schon was dabei gedacht und es wurde auch genug häufig getestet, warum das 5 Tage sind, weil man nämlich zwischendrin auch einfach mal Zeit hat, für sich selber am Abend über Dinge nachzudenken, an bestimmten Punkten. Man kann ihn aber auch zum Beispiel in 2,5 Tagen durchführen. Auch sowas ist möglich. Aber da muss man sich über die Einschränkungen auch bewusst sein. Wie grenzt sich die Methode zum Lean Startup oder Lean UX ab? Oder beide Methoden? Beide Methoden setzen ein bisschen früher an. Also Lean UX jedenfalls ist sehr viel entwicklungsnäher als die beiden Methoden, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Die sind eigentlich noch ein Stück davor gelagert, wo wir noch mal einen größeren Unsicherheitsraum haben und einfach noch stärker in Richtung Innovation losgelöst von der Entwicklung gehen können, während Lean UX schon sehr, sehr eng in dem Entwicklungszyklus arbeitet. Für welche Bereiche, Sektoren sind die Methoden geeignet? Konkreter, seht ihr eine Chance, diese Methoden auch im öffentlichen Sektor anzuwenden? Ja, ich sehe eine Chance, das zu tun. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Ich habe das auch schon mit öffentlichen Auftraggebern getan. Weiß aber auch, dass es ja, dass es ein spezielles Setting sein kann. Also beispielsweise sagen mir öffentliche Auftraggeber häufig, naja, unsere Kunden sind ja alle. Also wir sind ja im Dienste des Bürgers unterwegs. Das heißt, wir müssen 80 Millionen Bundesbürger als mögliche Zielpersonen sehen. Und das ist ein Totschlagargument aus meiner Sicht, weil das, was bestimmten Menschen hilft, hilft auch möglicherweise anderen Menschen. Also wenn ich beispielsweise das Warten in einer Schlange in einem Bürgeramt attraktiver mache, um mal ein plakatives Beispiel zu Ja, nehmen, stimmt. Ich hatte auch schon mal ein Projekt, wo es genau kann um das sowas ging. eine Menge Menschen helfen. Genauso, wenn ich es einfacher mache, einen Aufzug zu bedienen für beispielsweise Menschen mit speziellen Fähigkeiten oder Behinderungen, kann es durchaus sein, dass es auch anderen Menschen, zum Beispiel alten Menschen, hilft. Wenn ich eine Schrift größer mache, damit jemand mit einer Sehbehinderung sie besser sehen kann, hilft es auch alten Menschen. Das heißt, es gibt eigentlich auch immer Fälle, wo man sagen kann, ja, alle 80 Millionen Bundesbürger ist super toll, aber wenn ich schon mal einen Teil davon erreiche, habe ich möglicherweise auch eine ganz große Zielgruppe schon erreicht. Also eigentlich kann man beide Sachen in allen Bereichen, in allen Sektoren anwenden. Man muss die Leute nur überzeugen. Ist das Ziel von Capgemini auch, die Anwendung dieser Methoden in Unternehmen zu etablieren? Gibt es solche Projekte? Also, ich würde sagen, ja, ist es, Ja. wobei kein primäres. Also es gibt einfach Agenturen, deren Ziel ist es, viel, viel stärker zu sagen, als Innovationscoaches aufzutreten, während wir häufig aus der konkreten Anforderung kommen. Aber natürlich versuchen wir, die Kunden davon zu überzeugen, dass diese Art und Weise zu arbeiten und die Geisteshaltung die richtige ist. Und es gibt auch Projekte, wo wir angefragt werden, solche Bereiche mit aufzubauen, also Innovationszentren auch mit aufzubauen, zusammen mit dem Kunden, wo wir dann solche Methoden etablieren. Und was ich ganz spannend finde, ist im Zusammenhang, dass es auch interne Projekte gibt innerhalb Capgemini, wo Coaches, also Design Thinking Coaches oder Google Sprint Coaches angefragt werden, um interne Probleme zu lösen. Also wenn es jetzt interne Probleme gibt, dann ja, nutzen wir unsere Methode eigentlich auch selber, sozusagen. Ja, und Was? versuchen, unsere Kolleginnen und Kollegen auch zu schulen und die Methoden an die Hand zu geben. Was definitiv auch zu empfehlen ist, ne? Nicht, das nicht nur nach Ja. außen zu sagen, zu machen, sondern auch selber Ja. einzusetzen.